Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Abenteurer, zum Making-of von einem sehr, sehr geilen Musikvideo mit dem Miakowitzki. Der ist ein Typ, der hat nie verrückte Ideen oder macht sonst auch eigentlich nie irgendwelche komischen Sachen. Sehr wirklich gerade. Hi. Ja, ich glaube, das wird Spaß. Viel Spaß. Sehe ich den Galgen. Beim Dreh zum Musikvideo von Beyond the Black Human habe ich Mirko unterstützt. Zum einen als zweiten Kameramann und zum anderen als Gaffer. Entsprechend habe ich mich mit dem lieben Merlin um alle Lichtsetups gekümmert, damit Mirko sich auf Regie und Kamera konzentrieren kann. Jo, herzlich willkommen. Wir sind bei einem neuen Dreh hier mit Beyond the Black in den Cubic Studios. Wir haben eine morbide Thematik und wir haben einige Highlights heute noch hier. Zwei Schlangen kommen nachher noch, Königspythons, Augenblut wird es geben. Also alles wird sehr, sehr krass in so eine düstere, tödliche Richtung gehen. Und so hangeln wir uns hier so ein bisschen durchs Set. Wir haben einiges vorbereitet und ich denke, das wird eine coole Sache heute. Also könnt ihr auf jeden Fall mal gespannt bleiben. Die Farbe Rot ist eines der Hauptelemente in diesem Video und entsprechend natürlich auch das Licht. Um hier einen richtig schönen Farbkontrast zu entwickeln, haben wir viel mit Blau oder sehr kaltem Weiß gearbeitet. Es werde Licht und Gott sprach, es wird geil. Ihr seht, mein Arm sieht nicht mehr so schön aus wie vorher. Wir machen hier Step by Step von Beauty auf Tod. Ein dicker Mensch wird geschminkt. Formieren. Um dem hellen Setting eine Lichtrichtung zu geben, mussten wir echt ein bisschen kreativ werden, denn in so einer Hohlkehle reflektiert natürlich alles aus allen Richtungen zurück und es war gar nicht so leicht und wir mussten hier wirklich auf, naja, eher unkonventionelle Mittel zurückgreifen. Aber hey, was dumm aussieht und klappt, ist nicht dumm. Im letzten Setup mit den Puppen konnten wir dann auch mal richtig ausrasten und so einen richtig geilen Look kreieren mit diesem schönen Doppelrim. Rot von der einen Seite, weiß von der anderen. Ein Look, der mir persönlich richtig schön gefällt. Sehr schön schattig, sehr schön kontrastreich. Ihr Lieben, während der Mirko unendlich anstrengend hinter mir sein Auto lädt, hoffe ich, dass ihr Spaß hattet. Und eigentlich müsste er jetzt sagen, dass ihr den Channel abonnieren sollt, Daumen nach oben, Kommentare schreiben und so weiter, weil es ist ja quasi sein Making-of. Ich war heute nur seine Bitch. Dementsprechend sage ich es in seinem Namen. Mirko, letzte Worte. Obergeil. Diese Maske macht doch gar nicht viel creepier, oder? Nee, ne?